Sehr schön. Oh Gott, wir haben ein Müllproblem. Meine Damen und Herren, ein Müllproblem. Und die kommen einfach nicht hinterher. Die Müllverbrennung, ja, ist voll. Wir bräuchten fast sogar schon eine zweite, wenn wir die so gesehen erstmal loswerden wollen, die ganzen 58% voll, 43% voll. Ja, ich muss das Zeug da wegbekommen. Also brauchen wir eine zweite Müllverbrennungsanlage. Zack. Zweite Müllverbrennungsanlage, check. In dieser dünnen Straße, ganz ehrlich, nope. Nope, 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 nope. Jetzt hat es kein Gebäude, auch gut. Da muss sowas her. Moment. Machen wir das weg. Machen wir so eine Straße hier runter. Und bauen wir das da ein. Es ist ja tatsächlich, was das betrifft, sogar eine Energieproduktionsquelle. Ja, das erzeugt tatsächlich Energie. Und jetzt haben wir vor allem die übererchieteten Wege wieder leer und haben sogar jetzt eine schöne, fette Straße. Genial, meine Damen und Herren. Ah, und jetzt könnte es auch sehr schön flüssig laufen. Okay, das da drüben sieht blöd aus, aber ganz ehrlich, das will ich jetzt nicht mehr ändern. Sagt er und hatte es wahrscheinlich gleich wieder geändert. Das ist jetzt nicht dein verdammter Ernst. Wegen diesem einen kleinen Zipfel da schreist du jetzt ernsthaft nach Wasser. Mann, 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 Mann. Sehr gut. Jetzt kann der Abgaspark da drüben weg. Machen wir mal zunächst die Straße hier weg. So, Arbeitsplätze werden vernichtet. Oh. Ups. Gleichzeitig haben wir jetzt auch ein weiteres Problem, dass das hier so gesehen auch dann nicht mehr verbunden ist miteinander. Sind die jetzt aber über irgendwelche Umwege? Doch, die sind inzwischen verbunden und zwar so. Oh Gott. Ja, es geht auf jeden Fall. Die Leute haben ein extremes Müllproblem. Und das muss geregelt werden. Wir bauen die zweite große Müllverbrennungsanlage. Nee, mitten im Wald. Ich stehe für Umweltschutz. Mitten im Wald baute er das Zeug. Hier sterben die Wälder ab. So muss das sein. Ekelhaft. Zum Anwidern. So, was können wir jetzt noch machen? Wir können eine Zugstrecke bauen dahin. Die hatte ich ja auch schon mal angekündigt, dass wir theoretisch hier einen Bahnhof hinbauen können. Dann können wir den Zug hier dran vorbeifahren lassen. Über die bestehende Strecke dann hier hinter. Und dann für... Dann... Ja, keine Ahnung. Dann können wir die tatsächlich ja irgendwie dahin fahren lassen. Und dann irgendwie über das Viertel hier in den Hauptbahnhof rein. Apropos Hauptbahnhof. Nein, wir können immer noch kein Viertel bauen. Ich will dieses Viertel haben. Ja, wir haben ja immer noch nicht mehr Leute, deswegen können da ja auch inzwischen nicht mehr entstanden sein. Jetzt ist ja gerade mal ein bisschen mehr Arbeit entstanden, deswegen... woher soll es denn auch kommen? Bahnhof. Ein Bahnhof hier. Wie bauen wir den Bahnhof am besten ein? Am besten wäre es wahrscheinlich so.
Oh Gott, es wird schon wieder Nacht. Es ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Aber okay. Dann kümmern wir uns in der Zwischenzeit um was anderes. Aber um was? Eigentlich können wir jetzt nur noch warten und hoffen, dass der Müll endlich mal weniger wird. Wir könnten auf Recycling setzen in der Zwischenzeit. Das wäre eine Möglichkeit. Die Leute könnten wir intelligenter machen. Oh, das Viertel sieht gut aus. Das ist das nicht-olympische Viertel mit den europäischen Hochhäusern. Ja, die Leute kommen so gesehen auch noch nicht mit den Öffentlichen zur Arbeit. Die müssen ja momentan hier noch komplett mit dem Auto fahren, hier mit dem Auto fahren. Hier, wo wollen sie denn hin? Da können sie zur Arbeit, aber da werden ihnen ja gerade die Arbeitsplätze gestrichen. Deswegen ist es ja alles nicht so geil. Hier hinten, zentrales Industrieviertel. Haben wir da eigentlich schon Spezialisierung? Keine Spezialisierung. Okay, wir brauchen eine Spezialisierung hierfür. Wir setzen auf Strom- und Wasserverbrauch, Verteilung von Rauchmeldern, Recycling und gleichzeitig sagen wir Planung für Industrieflächen. Die Besteuerung würde ich sagen, ja gut, da können wir so gesehen gar nichts machen. Und nee, sonst geht nichts. Verringert Müllansammlung etwas. Verringert die Bürgerzufriedenheit etwas. Ja, na gut, von mir aus. Lass uns auf den Putzhaum. Nope. Verbot für Startverkehr. Fahrräder nicht mit mir. Altstadt. Hochhausverbot. Na, das ist ein Industrieviertel. Das passt schon so, wie es ist. Oh Gott, natürlich, aber das Ding braucht auch eine Feuerwehr. Ah, na super. Na, genial. Was da jetzt wieder reinkommt. Zack, zack, zack. Jetzt werden wieder Arbeitskräfte gesucht. Oh Mann. Also die Leute kommen hier rein und da raus. Das heißt, am besten kommen sie auch hier wieder raus. Dann kommen sie hier raus. Und da raus. Und können dann hier das geballt fahren. Und jetzt können wir hier einen Bahnhof hinbauen. Zack. Sehr schön. Das Ding hat noch keinen Strom. Das ist nicht so schön. Das Ding braucht aber Strom. Sonst wäre das irgendwie blöd. Gleichzeitig bräuchten wir auch noch einen Bahnhof hier hinten. Wie wäre es mit hinter der Industrie hier? Hinter dem Gewerbe meine ich. Am besten mit so einer kleinen Baumallee. Na, aber dafür müssen die Schienen hier erstmal weg. Guter Gedanke, hat mich auf super Ideen gebracht, aber das Ding muss weichen. So, so und so. Da kann jetzt ein Bahnhof hin. Bahnhof Nummer 2. So muss das sein. Dann geht's relativ flott zum nächsten. Machen wir das am besten von hier. Weiß ja nicht. Wobei ich sagen könnte, hier geht eine Einbahnstraße lang. Moment, machen wir erstmal die Straße, wie sie existieren soll. So. Jetzt ist wieder Tag. Das ist schön. Na, wir können es ja noch ein bisschen mittiger setzen. Das passt schon eher. Ein Bahnhof. Die Leute freuen sich. Wieso freuen sich die Leute über einen Bahnhof? Das erzeugt Lärm des Todes. Naja, wenn ihr meint, dann ist das halt so.
Ort ist bereits belegt. Ja, okay, dann machen wir halt so. Und hier... Na, Moment. Wir machen mal so. Und dann verbinden wir hier rein. Na. Moment. Jetzt. Na, komm schon. Ja, das geht auch. Das geht so auch. Nächster Bahnhof. Da ein Bahnhof, da ein Bahnhof. Und das muss natürlich auch noch alles verbunden werden. Hier kann das weg. Ist das Kunst oder kann das weg? Eigentlich können wir die Strecken komplett neu bauen, weil wir haben ja das Geld. Na, höchstens die Strecke lassen wir so, wie sie ist. Das könnte noch weg. Beziehungsweise die Brücke muss auch ein bisschen schräger gemacht werden. Okay, also alles weg. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Das führte ja so in eine Sache. So, das musste so gesehen geradeaus gehen. Dann geht das so. Über die Brücke. Ausnahmsweise hier keine so schönen... Na, ja, Halterungen, Gitter, keine Brücke, keine ordentliche Halt. Dann geht das einmal hier hoch, runter, hoch, runter. Was zum Teufel? Wieso? Weshalb? Warum? Warum ist das so? Dann könnten wir ja... Oder? Ja, muss ja... Sieht, finde ich, noch am besten aus. So. Dann läuft das hier parallel. Und dann geht's runter. Na komm. Na komm. Okay, ich sehe schon. Ich habe mal wieder das Falsche gemacht. Nein. Na? Ah, ja, okay. Da war der Haken. Zack. Zack. Und verbinden. So ganz perfekt gerade ist sie nicht, aber auf jeden Fall ausreichend. So, aktuell kommt sie dahin. Das ist schön. Das ist toll. Und jetzt muss sie auch noch... Stimmt, wir könnten sie ja theoretisch auch unterirdisch führen, aber das wäre ja dumm. Dafür gibt es nämlich eine U-Bahn. Dafür gibt es nämlich eine U-Bahn. Dann hier rüber. Da runter. Und zum nächsten Bahnhof. Beziehungsweise vorerst auch mal zum letzten. Dann haben wir eine kleine Zugstrecke. Und die Strecke weiß ich noch nicht, wo sie hinführen soll. Vielleicht ja gleich hier rüber. Wer weiß. So, einmal kurz richtig nochmal hinsetzen. Sehr schön. Dann verbinden wir mal eine Linie, zwei... Und darüber drei. Das Ganze geht wieder zurück. Und hier rein. Fertig. Wo wird der erste Zug generiert? Der muss ja irgendwo generiert werden. Kinders. Na? Da wurde er generiert. Null Passagiere, 240 möglich. Das ist ganz schön steil, was hochgeht. Zuglinie 1. Wir müssen eigentlich so gesehen, wir müssen relativ nah rangehen, um die Schönheit zu genießen. Ah, und da ist schon der nächste Zug. Wir können ja dann noch kleine Buslinien innerhalb dieser Ortschaften machen, um dann natürlich irgendwie auf die Zuglinie hinzuweisen.
Der kann gar nicht richtig beschleunigen bis zum nächsten Bahnhof. Aber Alter, alles klar. Ich sehe schon, das ist auf jeden Fall... Das Ding kommt auf jeden Fall super gut an.